Sechste Treffer. 27 zu 6. Jetzt gibt es nochmal gelbe Karte für Malchow. Für Eileen Müller. Und Schrittfehler und deshalb 7 Meter. Gegen Anna Schiller. Und nach dem dritten Zuruf des Trainers geht sie dann auch selber hin zum 7 Meter. Anna Schiller scheitert, wer 7 Meter, kriegt den Ball aber wieder und wirft ihn dann rein. Treffer Nummer 5. 28-6. Und der Treffer von Elisa Schmidt zum 28-7. Kurzer Doppelpass, 7 Meter. Und 2 Minuten gegen die Torschützin. Der 7 Meter verworfen und das Tor dann von Anna Schiller. Wo ist nicht geahndet? Vielleicht der Pass? Tor nach dem Konter durch Annalena Mill. Oh, den Ball nach hinten geworfen statt nach vorne. Und schön hochgestiegen und der Wurf aber gehalten. Von Nora Westphal. Der Ball war im Aus, deshalb Einwurf für Malchow.
Und Abwurf entschieden. Und ein Wurf mit Ansage, Torhüterin in der richtigen Ecke, Lysanne Heiden. Und der Treffer von Johanna Helms. Zu Pech von außen. Schlechter Winkel, aber auch der Ball hätte durchaus reinfallen können. Das Glück hat sie nicht. Und aufprallen lassen soll man den Ball nicht, weil dann ist er ganz schnell weg. So haben wir es eben gesehen. Und da hat sie die Lücke und sie macht das Tor. Nummer 8 für Malchow. Anna Kuhl. Und Vivien Suhr mit Schwung. Treffer Nummer 9, 32:8. Und der Treffer von Annalena Mill, Nummer 2, 33:8. Und der Treffer nachgeschubst. Ihr dritter Treffer. 34:8. Und das Tor. Und es gibt sicherlich nochmal 2 Minuten. Nein, doch nicht. War doch geschubst von Vivien Suhr, die jetzt wieder mit Schwung kommt, den Ball aber nicht im Tor unterbringen kann. 34:9. Und der Treffer. Nummer 10 für Malchow. Wieder durch Anna Kuhl. Aber jetzt nochmal der klare Hinweis, schubsen geht gar nicht. 3 Minuten noch. Zu spielen, wieder Vivien Suhr. Setzt sich da durch, jetzt sehen der Treffer. 35:10. Und Treffer Nummer 4. 36:10. Und auch da der 11. Treffer für Malchow. Den letzten Spielminuten wird es jetzt nochmal richtig torreich. Technischer Fehler abgepfiffen. Ist auch so entschieden. Jetzt nochmal die Chance für Lena Blöcker. Ihr erster Treffer in diesem Spiel, 37:11. Auch da die Abwehr von Grün-Weiß nicht mehr voll auf der Höhe, 37:12. Boah, riskanter Pass und
Doch noch die Wurfmöglichkeit. Es gibt. Pfostentreffer und 7 Meter. Zuckt der Schiedsrichter mit den Schultern. Ja, was soll ich denn machen? 10 Sekunden sind es noch. Annalena Mill mit ihrem dritten Treffer. Und das war's. 38-12 gewinnt die D-Jugend des SV Grün-Weiß-Schwerin gegen den Malchower SV.